So, wundern Sie sich bitte nicht, dass ich ein Mikrofon in der Hand habe. Das würde Ihnen nichts nützen, denn wir zeichnen da hinten die Tonspur auf. Vielleicht stelle ich mich erstmal ganz kurz vor für Sie. Ich bin Alexander Lasch, Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden. Und wir arbeiten seit einigen Jahren zum herrnhutischen Kontext, also zu den Wissensarchiven in Herrnhut. Warum tun wir das? Weil wir zum einen einen Platz vor Ort suchen, an dem wir Studierenden beibringen können, historische Orte und historische Quellen miteinander zu verbinden. Üblicherweise bin ich Sprachwissenschaftler und da würde man jetzt nicht vermuten, dass man irgendwie sich in so einem Areal bewegt. Aber was wir hier mit Klein-Welker insbesondere machen, ist, dass wir versuchen, unsere historischen Quellen und unsere historischen Texte am historischen Ort zu zeigen. Das heißt, so etwas erleben möglich zu machen, von den Quellen, die von hier aus relevant werden, nicht nur in Klein-Welker oder in Sachsen oder in Deutschland, sondern weltweit. Und das machen wir auf ganz verschiedene Art und Weisen. Sie müssen bitte diesen ganzen Text jetzt nicht lesen. Ich weiß auch, dass es in akademischen Kontexten üblich ist, dass ich jetzt mit 48 Seiten Skript Sie malträtiere. Das tue ich am Sonntagnachmittag nicht. Das heißt, ich würde ganz kurz durchgehen, was wir aus der Linguistik hier zu diesem Thema machen. Nachwirt Sarah Wagner. Wo ist sie? Da ist sie. Genau, etwas zu den herbarischen Sammlungen sagen. Und dann Nora Kindermann, da, zum gartenhistorischen Erbe. Wir arbeiten alle drei zusammen und da sieht man vielleicht auch schon, was außergewöhnlich ist an diesem herrnhutischen Wissenskosmos, nämlich, dass man unterschiedliche Fachdisziplinen zueinander bringt, und zwar für Forschung und Lehre. Das sind eigentlich unsere zentralen Herausforderungen. Und ganz großen Dank an den Verein, der das möglich gemacht hat, dass wir das hier ausprobieren durften. Das ist jetzt auch nicht alltäglich, selbstverständlich, dass man irgendwelchen Verrückten aus den Universitäten Tor und Tür öffnet. Ja, also das heißt, es war aber hier anders. Ganz herzlichen Dank dafür. Zunächst erstmal gehen wir davon aus, dass in diesen Häusern, und wir werden dazu jetzt schon einiges in Herrnhut gehört haben, wir eine Rechtfertigungslehre in der Herrnhuter Brüdergemeinde haben, wo es darum geht, sich auszuweisen als Mitglied dieser Gemeinschaft und dann schlussendlich am Gottesacker zum Beispiel in die ewige Gemeinde einzuziehen. Das bedeutet, dass die Mitglieder der Gemeinschaft über alles und jedes Rechenschaft ablegen, Texte produzieren in unglaublichem Umfang und, wie Sie sehen können, in unglaublich sauberen Handschriften. Das ist für das 18. Jahrhundert nichts Alltägliches, sondern es ist sehr besonders, dass man diese Handschriften tatsächlich lesen kann. Und Haus, speziell Klein-Welker, ist für uns deswegen interessant, weil hier drüben die sogenannte die Internatsschule für Knaben eingerichtet wird, in der Kinder von Missionaren zunächst unterrichtet werden, bevor sie dann nach Niesky gehen, dann entweder einen Beruf lernen oder ans theologische Seminar in Barby und von dort aus wieder in die Mission. Und wenn man sich das vorstellt, dass die Kinder im Alter zwischen 6 und 7 Jahren von ihren Eltern aus, ich sage jetzt mal Südafrika, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, nach Klein-Welker zur Ausbildung geschickt werden, können Sie sich vorstellen, ob Sie das mit Ihren Kindern auch so machen würden? Das ist das eine, das besonders ist. Und das zweite ist, dass diese Kinder meistens in die Mission selbst zurückgehen und die Großeltern dann hier in Klein-Welker ihren Ruhestand verbringen, damit sie ihre Enkel kennenlernen. Denn die sind dann mittlerweile drüben wieder in der Internatsschule für die Missionarskinder. Und über all das wird geschrieben, über die Beziehungen, über die Verpflichtungen. Und das ist unser zentraler Punkt. Und diese zentrale Rolle für die Herrnhuter Brüdergemeinde nimmt Klein-Welker über 150 Jahre ein. Das heißt, über 150 Jahre haben wir Familiennetzwerke, Gelehrtennetzwerke, Wissensnetzwerke, die weltweit gespannt sind. Also das heißt, die von hier aus meistens nach Nordamerika, aber auch nach sogenannten Westindien gehen, nach Südafrika, nach Kanada und ins heutige Russland nach Sarepta. Ein Problem haben wir dabei, nämlich wir haben große handschriftliche Bestände. Das sehen Sie hier. Diese Handschriften kann heutzutage kaum noch jemand lesen. Sie sind in der deutschen Korrent geschrieben. Und wenn Sie Studierenden Handschriften in Korrent zeigen, das ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Wir versuchen das jetzt so zu machen. Wer von Ihnen kann noch Korrent lesen? Okay. Sie sehen schon, das ist eine Herausforderung. Wir versuchen das so zu machen, dass wir mit Bürgerinnen und Bürgern, die Korrent lesen können, weil sie zum Beispiel alt genug sind und selber noch geschrieben haben, einen Podcast aufzeichnen, zeigen wir uns diese Handschriften ein und vor.
sodass man im Selbststudium sich in das Lesen der Kurrent einüben kann. Und Sie alle haben einen Vorteil, Sie sprechen Deutsch und Sie können auch Deutsch lesen. Das geht mit den Archiven in Nordamerika und in Südafrika nicht mehr. Also dort kann man weder die Deutschkurrent lesen noch Deutsch. Ja, das bedeutet, dass wir die Quellen aus Nordamerika zurückholen nach Deutschland als Digitalisate und dann von hier an anfangen, sie zu erschließen und so das breite Wissensnetzwerk aufzubauen. Das, was wir hier gemacht haben, ist ein Trick. Es geht um den Lebenslauf von Johanna Clemens, die ist hier im Haus groß geworden und hat in ihrer Lebensbeschreibung, also eine ganz typische Textsorte für Herrn Huth, Georg Heinrich Loskiel erwähnt. Und Georg Heinrich Loskiel war 4 Jahre hier, dann in Niesky, dann in Schlesien, dann im Baltikum, dann in den Vereinigten Staaten und ist einer der Gelehrten, die faktisch dieses ganze Netzwerk exemplarisch aufbauen. Das zeige ich Ihnen hier. Das ist mehr oder weniger aus der Schrift von Georg Heinrich Loskiel zur Nordamerika-Mission. Mit einer unglaublichen Liebe sind die Missionare, also die handelsischen Missionare, an den nordamerikanischen Kontinent gebunden. Ich kann Ihnen auch selber noch nicht sagen, warum. Aber Sie beziehen insofern Stellung, als dass Sie alle Europäerinnen als weiße Leute bezeichnen, obwohl Sie selbst weiß sind. Und das ist eine Distanzierung von der eigenen Herkunft, eine Hinwendung zu denen, um die es gilt, die für unsere Texte und auch eine Perspektive Ende des 18. Jahrhunderts, die nicht typisch ist, sondern eine Ausnahme. Dass die Mission problematisch ist, dass auch die Brüdergemeinde verstrickt ist in das System der Kolonialmächte, darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Aber es geht darum, ein differenziertes Bild zu zeigen und auf der einen Seite das zu erweisen, sagen wir nicht. Und Loskiel war hier selbst in Kleinwelka tätig und hat viele der Schwestern, die im Schwesternhaus gelebt haben, inspiriert. Das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, das wäre jetzt alles gar nicht so spannend, wenn man sagt, okay, wir müssen hier immer nach Kleinwelka kommen und dann erzählt uns der Lasch, wie das gewesen ist. Wir haben uns überlegt, wir bauen das Schwesternhaus Kleinwelka virtuell nach, in einem virtuellen Modell. Und hängen unsere historischen Quellen genau in diesem Modell ein. Warum tun wir das? Wir können nicht mit Herrscharen von Studierenden hier dieses Haus bauen. Das hat baupolizeiliche Gründe zum einen und zum anderen. Ist es einfach unpraktisch, selbst wenn wir eine Stunde nur von hier aus in Dresden lehren. Und die Studierenden, die möglicherweise in Nordamerika sich dafür interessieren, werden in ihrem Leben nicht nach Kleinwelka reisen. Deswegen haben wir das gemacht. Das ist ein weltweit zugängliches 3D-Modell, was nicht öffentlich ist, aber für die akademische Nutzung für Lehr- und Lernkontexte sinnvoll. Man kann mit diesem Modell alles machen, baudenkmalpflegerisch. Man kann es ausmessen, man kann es nochmal neu nachmodellieren. Und dasselbe, der Zwilling entsteht in den nächsten Tagen und Wochen in Nazareth in Pennsylvania. Also das heißt, dass wir diese virtuellen Modelle auch weltweit vernetzen. Das ist die große Idee, warum, wenn man sich vielleicht fragt, was mich als Linguisten an dem ganzen Thema interessiert, ist es so, dass wir in diesen Quellen unglaublich viele Namens- und Ortsnamensnennungen haben, die die familiäre Verstrickung und Vernetzung von Personen weltweit über mehrere Jahrhunderte zeigen. Und nirgendwo ist es so gut dokumentiert wie in herrnhutischen Archiven, was mich immer wieder verwundert. Und so bekommen wir darauf zum Beispiel, dass wir Gelehrtennetzwerke haben, die in der Architektur maßgeblich sind, die in der Botanik maßgeblich sind, in der Gartenarchitektur maßgeblich sind. Und wir arbeiten gerade an einer deutsch-onondagogischen Grammatik. Sagen Sie vielleicht, was onondagogisch ist. Es ist eine nordirokesische Sprache, von denen es noch einige Sprecherinnen gibt. Mein größter Traum wäre, dass wir, wenn wir diese Grammatik und das Wörterbuch aus dem 18. Jahrhundert erschließen, es mit der indigenen Bevölkerung zusammentun, die noch lebt. Und der persönliche Nutzen ist, ich kann immer in die Vereinigten Staaten. Ja, als Germanist, ja, das muss man erstmal schaffen. Das ist mein großes Vorbild Wulf Österreicher, das war ein Romanist, der ist immer in die Karibik gefahren, um dort Piratentexte zu schreiben. Und die Karibik, die steht uns noch bevor, genauso wie Südafrika. Ja, schauen Sie sich das Ganze in Ruhe an. Vielleicht ein Hinweis, dieser Barcode verlinkt auf einen Blogartikel. Auf dem Blogartikel finden Sie die ganzen Präsentationen und alle Quellen dazu, sodass Sie das natürlich auch dann weiter noch benutzen können. Das Ganze ist offengestellt und wird mit Sicherheit noch erweitert. Und jetzt würde ich das Wort mal übergeben an Sarah. Ja, danke schön, Alexander. Ja.
Funktioniert gar nicht. Es ist nur für die Aufzeichnung. Wir zeichnen es auf. Genau, leider muss ich jetzt mal vor dieses Poster mich stellen. Genau, von der Linguistik, also zu den botanischen Fundstücken aus den Quellen aus dem Nachlass der Hannover Brüdergemeine, dass wir am Institut für Botanik in Dresden auch ein Interesse an diesen Quellen entwickelt haben, basiert auf einem Fund, den wir bei uns gemacht haben. Wir haben also an der TU Dresden eine botanische Sammlung. Eigentlich hat jedes Institut oder jedes botanische Institut an einer Universität so eine Sammlung, das sogenannte Herbarium. Das ist eine Sammlung aus getrockneten Pflanzen, gepressten Pflanzen, die dadurch haltbar gemacht wurden und ziemlich lange haltbar auch sind. Und in dieser Sammlung haben wir etwas gefunden, was ich Ihnen jetzt zumindest in Ausschnitten vorstellen möchte, wir sind da also auch noch nicht fertig, also da ist unendlich viel Potenzial, steckt da dahinter aus botanischer Sicht. Und damit Sie auch erstmal wissen, was ist das überhaupt ein Herbarium? Manche wissen das, weil sie das in der Schule machen mussten zum Beispiel. Den meisten Schülern sich da auch der Sinn nicht so richtig erschlossen hat. Für uns als Botaniker ist das aber was sehr Wichtiges. Und da habe ich hier bloß mal eine Kopie, dass Sie mal wissen, wie das also heute aussehen würde, ein Herbarbeleg, ein sogenannter. Das ist also eine Kopie jetzt leider nur, aber eine Aufsammlung aus Angola, aus einem aktuellen Forschungsprojekt. Und neben dem gepressten Pflanzenmaterial muss also immer dazu ein Fundort, ein Datum, also die Herkunft dokumentiert werden, damit wir später noch wissen, wo kommt das her. Und wir speichern das quasi. Und das macht man schon seit über 300 Jahren, macht man das so. Und damit ist weltweit ein riesiges Archiv entstanden in den unterschiedlichsten Herbarien über die Pflanzenbiodiversität der letzten 300 Jahre und damit aus einem Zeitraum, wo der Mensch angefangen hat, in die natürlichen Lebensräume einzugreifen. Und wir haben bei uns etwas gefunden, was was quasi als verschollen galt, beziehungsweise niemand davon mehr Kenntnis hatte. Es taucht in verschiedenen Quellen auf, dass es existiert hat. Aber dass wir es bei uns in Dresden haben, das hat bis vor ungefähr 10 Jahren also niemand gewusst. In unserer Sammlung haben wir ungefähr 500.000 Belege, also solche der Form, sortiert oder gelagert sind sie so. Relativ historisch noch, in alten Schränken, ziemlich dicht gedrängt. Und wir wissen leider selber noch nicht, was wir dort alles haben. Und vor etwa 10 Jahren hat mein Kollege Dr. Frank Müller, der bei uns die Sammlung leitet, also was gefunden, auf eine Kiste gefunden und auf der stand drauf aus Herrnhut vor 1809. Und da konnte er als Botaniker erstmal gar nichts damit anfangen. Ist natürlich dann auf die Spur gegangen, weil vor 1809 auf jeden Fall für uns schon ziemlich alte Belege also sind. Und in dieser Kiste waren Pflanzen, ungefähr 1200 Pflanzenbelege drin, von denen wir hier mal welche abgebildet sehen. Also zum einen den hier, dann der Hintergrund. Auch einer und der drüben. Und weil er nicht wusste, wohin er sich wenden soll, hat er also am Völkerkundemuseum in Herrnhut angefragt. Und von dort kam dann die Rückmeldung, dass es sich also vermutlich um eine kleine Sensation handelt, weil wir jetzt wissen, die Überreste des ehemaligen Naturalienkabinetts aus dem theologischen Seminar in Barby gefunden haben bei uns. Da ging unsere Forschungsarbeit dann im Prinzip los. Wir haben vermutlich etwa ein Drittel von dieser ursprünglichen Sammlung. Also in Barby hat es dieses Naturalienkabinett gegeben, wo etwa ab 1756 alles gesammelt und auch ausgestellt wurde, was die Naturkundler aus den Reihen der Brüdergemeine gesammelt haben. Also das setzt sich zusammen aus Fundstücken aus der Umgebung von Barby, aber eben auch interessanterweise aus den verschiedenen Missionsgebieten, was aus botanischer Sicht nochmal zusätzlich interessant ist, weil aus dieser Zeit zum Teil die ersten Pflanzensammlungen überhaupt von bestimmten Kontinenten, zum Beispiel von Labrador, stammen und vorher einfach die Pflanzenwelt dieser Gebiete also unbekannt waren. Und die Mitglieder dieser Herrn- oder Brüdergemeinde waren im Prinzip die ersten, die sich botanisch interessierten und in den verschiedenen Gebieten, wo sie tätig waren, eigentlich aus anderen Gründen, aber eben auch sich für die Natur interessierten und
sehr, sehr, sehr detaillierte Dokumente für uns überlassen haben. Da haben wir zum Beispiel, also hier mal im Hintergrund, ein Doldenblütengewächs. Und interessant ist für uns dort immer natürlich die Pflanze an sich, aber auch was zusätzlich angegeben ist. Viel ist aus dieser Zeit von solchen Pflanzenbelegen nicht leider dokumentiert auf den Belegen an sich. Aber hier unten kann man lesen, Punkt in Cultis Advias Ubique. Also das H steht für Habitat und aus dem Lateinischen übersetzt ist es im Prinzip, kommt unkultiviert vor, wildwachsend und an Wegen häufig. Quasi es fehlt ein Fundort, also wir wissen nicht, wo es gesammelt wurde. Dann haben wir hier eine Pflanze, das ist eine Bartnelke, kommt in Deutschland nicht wildwachsend vor, sondern ist wirklich eine kultivierte Pflanze, ursprünglich in Asien verbreitet. Und da steht direkt drauf, in Horto Seminarii, also aus dem Garten des Seminars. Und dann haben wir noch eine dritte Pflanze, das ist das Mauergipskraut. Und da finden wir auch einen Fundort, das ist leider hier ganz klein, in den Feldern gegen den Zeitzer Busch. Also hier steht es auch deutsch drauf, also nicht nur lateinisch. Und hier haben wir eine wirklich exakte Fundortangabe, mit der wir heute hier die heutige Flora quasi vergleichen. Wir wissen vor etwa aus der Zeit von diesem, das Naturalienkabinett war bis etwa 1809 in Barbie. Und aus dieser Zeit vor 1809 muss diese Aufsammlung stammen. Und wir wissen also, damals, zu damaliger Zeit, hat es diese Pflanze dort gegeben. Im Unterschied zu rein schriftlichen Hinweisen auf Pflanzen in der Zeit ist die Existenz dieser Pflanze, dass sie wirklich als Pflanzenmaterial noch vorhanden ist, für uns deshalb wichtig, weil wir nachprüfen können, ob es sich aus heutiger Sicht wirklich um diese Pflanze auch handelt. Denn wenn man jetzt nur ein Schriftstück hat, wo da drin steht, meinetwegen das Mauergipskraut, dann kann das alles Mögliche gewesen sein. Je nachdem, wer das gesammelt hat, hat er das vielleicht richtig bestimmt oder falsch bestimmt. Deswegen ist für uns diese originale Pflanzenmaterial also wirklich sehr wichtig aus botanischer Sicht, weil wir es eben aus heutiger Sicht nochmal nachbestimmen können und es quasi bestätigen können. Leiter dieses Naturalienkabinetts in Barbie war Friedrich Adam Scholler. Das ist quasi eigentlich der Naturkundler der Herrnhuter Brüdergemeine aus dieser Zeit. Und der hat diese Belege gesammelt in Vorbereitung auf ein botanisches Werk. Das ist hier in der Mitte abgebildet. Das ist die Flora barbiensis. Da hat er seine jahrelangen Arbeiten in einem Buch zusammengefasst, was auch gedruckt wurde zum Glück. Und in diesem Buch finden wir ein bisschen mehr als 1000 Pflanzenarten für die Umgebung von Barbie dokumentiert. Heute sind es auch nicht viel mehr. Also er hat wirklich durch sehr gründliche Arbeit quasi das, was dort an Pflanzen vorhanden ist, damals schon dokumentiert. Und wir können also in diesem Buch lesen, dass für diese Pflanzenart, die hier auf diesem Herbarbeleg aufgeklebt ist, auch ein Fundort angegeben ist in der Nähe von Zeitz. Also das lässt sich ziemlich gut eins zu eins miteinander abklären. Stimmt quasi hier Fundorte auf den Herbarbelegen mit den Angaben in diesem Buch überein. Es gibt also das ist nur ein Beispiel für diese botanischen Quellen, die wir vermuten, dass es auch ein Manuskript in Vorbereitung auf eine Flora Kleinwelkensis, also aus diesem Gebiet. Dazu gibt es nur eine Handschrift, der Peter Friedrich Curie, der die verfasst hat, hat es nicht geschafft, wie Friedrich Adam Scholler sie in gedruckter Form zu veröffentlichen. Aber auch diese Handschriften sind für uns extrem interessant, weil wenn wir sie irgendwann vielleicht auswerten können und miteinander in den Kontext bringen können, dann liefert es uns sehr viele Erkenntnisse über die in Sachsen und auch im deutschen Raum, wenn man es mit Barbie mit einbezieht. Und davon gibt es gar nicht so viel. Also das ist wirklich aus dieser Zeit sehr selten. Es hat einfach nicht sehr viele Naturkundler gegeben, die in diesem Raum tätig waren. Und vieles, was vielleicht mal da war, hat die Kriegszeiten nicht überdauert. Vieles ist vernichtet oder noch verschollen, so wie bei uns. Also es ist nicht auszuschließen, dass wir auch aus den Herrnhuter Netzwerken da noch weitere Sachen finden. Um das aufzuarbeiten, sind wir gerade dabei, ein Projekt zu planen, damit wir eben, weil brauchen wir natürlich immer den Background, und wir hoffen, dass wir in Zukunft die Herrnhuter Naturkundler einfach wieder auch sichtbarer machen können,
weil momentan sind sie in der Botanik-Fachwelt quasi unbekannt. Haben sie nicht verdient, weil sie wirklich Enormes geleistet haben. Und das wäre meine Vision, dass man das großen Leistungen hier nur der Natur. Dazu gibt es viel zu sagen. Also wenn Sie da noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Sind auch Samen drauf, genau. Ist alles möglich. Man kann alles möglich, sind viele Sachen möglich. Man kann sogar versuchen, ob man diese Pflanzen wieder kultivieren kann aus den alten Samen. Wir können mittlerweile auch DNA isolieren aus solchen alten Material. Und was da die Zukunft an technischen Möglichkeiten bringt, ist uns nicht bekannt. Also ja, mal schauen, was da noch kommt. Aus dem Botanischen Gartenwesen? Nicht, nee, ist ja nicht mehr dort tätig. Also ja, was leitet der dort? Ja, genau. Also ich hoffe, dass sich mein Netzwerk auf so Leute aus. Weil sie, genau, also, ja, kann ich mir mal merken und dann muss ich mit ihnen, ja genau, mich mal einwenden. Ja, gut. Ich würde jetzt erstmal an die Nora Kindermann abgeben, damit sie auch noch ein paar Minuten was sagen kann. Ja, mein Name ist Nora Kindermann. Ich arbeite ebenfalls an der TU Dresden und da am Institut für Landschaftsarchitektur, an der Professur Geschichte der Landschaftsarchitektur und Gartendenkmalpflege. Und wir haben uns im letzten Wintersemester mit einigen Studierenden dem gartenhistorischen Erbe von Klein-Welker gewidmet. Und ich freue mich, es sind auch tatsächlich zwei Studierende da, da mitgewirkt haben. Wir haben unheimlich viel herausgefunden. Es waren insgesamt 4 Projekte, die sich also unterschiedlichen Freiräumen gewidmet haben. Einmal dem Zinzendorfplatz, dann dem Gottesacker von Klein-Welker, dem Schwesternhausgarten selbst und aber auch den Knaben- und Mädchenanstalten und da auch den Gärten, die eben ringsrum noch verteilt waren. Also nicht nur die Anlagen an den Häusern, sondern eben auch Anlagen in der Landschaft. Und Sie können jetzt hier auf dem ersten Poster sehr schön sehen, die verschiedenen Freiräume, die es in Klein-Welker gab. Das ist eine historische Karte. Hier haben Sie mit der Legende dann immer, dass Sie es auch wiederfinden können. Also hier zum Beispiel das Schwesternhaus, hier der Gottesacker und dann auch die Zuordnungen, was mit welcher Anlage in Korrelation stand. Einige dieser Anlagen sind heute noch vorhanden, eigentlich auch in einem sehr guten Zustand vorhanden, wie der Zinzendorfplatz oder der Gottesacker. Andere sind in Teilen noch vorhanden, wie zum Beispiel der Schwesternhausgarten. Und manche sind tatsächlich verloren, zum Beispiel diese, die dann doch weit draußen lagen, wie die Brüderplantage, die Kinderplantage und die Wünschesruh. Und zu all diesen Anlagen wurde also geforscht, es wurde Bestand aufgenommen, aktuelle Fotos gemacht und es wurde auch in die Archive gegangen, um dort zu sehen, was wir denn eigentlich noch herausfinden können über diese Anlagen. Und einige dieser Fundstücke habe ich Ihnen hier mitgebracht. Zum Beispiel haben wir im Unitätsarchiv in Herrnhut diesen wunderbaren Plan gefunden, der auch dort also überhaupt nicht bekannt war. Der lag in so einer Akte so mit drin. Und wir haben den rausgeholt und dachten, Mensch, das ist ja toll. Und zwar ist das die Kinderplantage, eine der Kinderplantagen. Und Kinderplantagen waren Sport- und Spielplätze. Also man ist von Klein-Welker aus dorthin gelaufen, die konnten dort spielen, die konnten sich im Freien betätigen. Es ist auch bekannt, dass die Kinder immer auch gegärtnert haben, also die Schule, gerade diese Missionsschulen sollten ja vorbereiten auf das Leben dann in der Mission, sollten Wissen vermitteln, was vor Ort auch weitergegeben werden konnte. Und Sie sehen auch hier wieder eine von diesen wunderbar, sehr gut lesbaren Handschriften. Für alle, die es nicht lesen können, haben wir unten drunter die Übersetzung. Also ein Transkript, sodass man das ganz gut nachvollziehen kann. Es geht praktisch darum, wie sah diese Kinderplantage aus, wie war sie aufgebaut, was konnte man dort alles finden.
Ich denke, es lässt sich auch vom Plan ganz gut ablesen. Wir haben ein rechtwinkliges Wegesystem. Wir haben hier Tische mit halbrund angeordneten Bänken, ringsherum Bäume, die regelmäßig gepflanzt sind, oder auch hier eine Lindenallee und ansonsten eben einen lockeren Gehölzbestand, der Schatten bot und der also wirklich ein beliebtes Ausflugsziel war, was wir auch immer wieder in den Schriftstücken finden. Dann komme ich zum Schwesternhausgarten selbst. Und hier hatten wir das Glück, in der Deutschen Fotothek, der SLUB, sehr schöne Schwarz-Weiß-Fotografien zu finden, die unheimlich detailreich sind. Also diese Fotos sind von 1929 und zeigen uns den Eindruck des Gartens, wie er eigentlich seit der Entstehungszeit tradiert ist. Also das konnten wir über Forschung herausfinden, dass dieses rechtwinklige Wegesystem immer Grundlage des Gartens war und er war auch immer eher zum Nutzen für die Küche, für Nahrungsmittelversorgung gedacht. Wir hatten aber natürlich auch repräsentative Kompartimente. Also Kompartimente sind immer diese Abteilungen, wie Sie hier sehen, wobei man da auch das Schöne mit dem Nützlichen verbunden hat. Sie sehen hier unten die Rhabarberstauden, die hier also wunderbar integriert worden sind in diese sehr aufwendige Zierbeetbepflanzung. Das ist jetzt der Blick vom Garten zum Haus, wo Sie vorhin gerade gesessen haben, Kaffee getrunken haben. Und Sie sehen, wir haben also mehrere Kompartimente, insgesamt vier, jeweils eingefasst von einer Buchsbaumhecke und mit wassergebundener Wegedecke die Verbindungen. Wenige Bäume, also alles sehr offen, sehr lichtdurchflutet, wie man es eben für einen Küchengarten braucht. Das ist dann der Blick vom Zierstück, also von diesem Standort in die Richtung, hier hinten. Und man sieht, da gab es für die Schwestern einen Spielplatz. Also auch die hatten eine Freianlage, wo sie gemeinsam spielen konnten, sich im Freien aufhalten konnten. Und dann sowas wie Kegeln oder ja, was man eben so im Freien als Erwachsene gut spielen kann. Hier im Hintergrund sieht man die sogenannte Gethsemane-Laube. Die gibt es also nicht mehr. Das war aber der zentrale Anlaufpunkt aus der Mittelachse. Und ganz hier hinten, so ganz zart, sieht man einen sogenannten Triage-Pavillon. Triage ist Lattenwerk, also etwas ganz Filigranes. Und von dem können Sie heute noch das Fundament vor Ort entdecken, wenn Sie Richtung Gottesacker gehen. Das ist der Blick von der Gethsemane-Laube zum Haus. Und auch hier kann man eben wieder gut erkennen, Küchenbeet, freier Spielplatz und dann hier vorne wäre das Zierstück. Das nächste Poster widmet sich der Knabenanstalt. Und hier ist es so, dass wir Ihnen einfach mal zeigen wollten, wie wir durch den Bildervergleich zu Erkenntnissen gewinnen können. Wir haben von vielen Objekten historische Fotos, die auch aus unterschiedlichen Zeitschnitten stammen. Und diese können uns dann wieder für die einzelnen Phasen Erkenntnisse geben. Das ist jetzt also dreimal die Ansicht der Knabenanstalt also die Rückfront der Knabenanstalt. Und man kann halt sehr gut erkennen, hier dieses hölzerne Gebäude, was hier auch wieder auftaucht. Hier ist es schon weg. Wir haben immer die Mauern und dann kommt auf einmal hier der Schwimmteich dazu. Also wir können durch den Bildervergleich, durch die Akten und durch das, was wir im Bestand heute finden, können wir sehr gut die Geschichte rekonstruieren und können uns auch überlegen, in welcher Phase sah der Garten wie aus, wie hat er sich weiterentwickelt, was stammt also ganz vom Anfang, was kam später dazu, was sind ganz neue Zutaten, sodass wir diese Anlagengenese, also diese Entwicklungsgeschichte des Gartens, wunderbar aufstricken können. Die Herrnhuter Brüdern und Schwestern und auch die Mädchen und Knaben waren viel unterwegs, also nicht nur in der Mission, sondern auch hier vor Ort gab es viele Aktivitäten, die auch schriftlich niedergehalten wurden. Und so waren sie zum Beispiel regelmäßig spazieren. Sie durften sich aber nicht begegnen. Also dieses Leben in Chören, was wir ja im Wohnen vorfinden, bezieht sich auch auf die Freizeitgestaltung. Es war also ganz klar vorgegeben, wann die Schwestern in diesem Bereich wandern
und die Brüder dann in den anderen oder wie das dann wechselte. Ne? Also zum Beispiel können Sie hier dann nachlesen, dass die Schwestern also Montag und Donnerstag Richtung Köln liefen, ja? Und Brüder und Knäbchen in der Zeit dann hier zu finden waren. Und da wurden also besondere Freiräume aufgesucht, wie zum Beispiel die Wünschesruh. Ich hatte vorhin ja schon die Kinderplantage erwähnt, die liegt ungefähr hier. Und die Wünschesruh war ebenfalls ein weiterer Spielplatz, der ausgestattet war mit einer Laube, mit Bänken. Es gab eine Grotte, also durchaus Freiraum mit hoher Aufenthaltsqualität. Heute sieht das so aus, also wir haben noch einen großen Gehölzbestand, da stehen auch einzelne Kastanien drin, also wo man durchaus den gestalterischen Gedanken noch nachvollziehen kann. Aber die Laube ist weg, wir finden auch keine Grotte mehr. Das sind einfach Spuren, die sich dann verlieren, wo Dinge abgebrochen werden, sich Dinge verändern. Wir das aber eben durch diese historischen Zeugnisse, durch die Aussagen in den Akten nachvollziehen können. Und das letzte Poster widmet sich dem Gottesacker in Kleinwelker und zeigt noch einmal sehr schön, wie wir diese historische Entwicklung betrachten. Also 1756 wurde hier auf dem Gottesacker der erste Mensch bestattet, Nils Randrup. Und da war das eine Wiese im Birkenbusch. Ein Jahr später haben wir den ersten Plan. Und der zeigt sehr schön, dieses hier in der Mitte ist sowas, ne? Das ist das Grab von dem Nils Randrup und ringsrum ist so ein typischer Herrnhuter Gottesacker entstanden. Quadratisch, Kompartimente abgeteilt, mit diesen Nischen außen, genauso sieht das in Herrnhut zu der Zeit. Und dann wächst das Ganze. Und Sie haben hier praktisch immer mit dem Rot die vorhergehende Phase drin, sodass Sie sehr gut nachvollziehen können, wie der Gottesacker wächst, wie er sich erweitert, in der Zusammenschau auch nochmal hier, also die Keimzelle an dieser Stelle und dann wächst das Ganze immer weiter. Auch hier ist das alles eben noch in einem Ebenengelände und dann kommt so eine Terrassierung in das Gelände rein. Sie können sich das ja dann auch noch Zeit und Lust haben, gerne vor Ort angucken. Der Gottesacker ist ja gleich hier um die Ecke, genau. Was ich Ihnen mit diesen Postern vermitteln wollte, ist, dass wir also gerade für die gartenhistorische Forschung auch in den Herrnhuter Archiven eine große Fundgrube. Wir haben Stiche, wir haben Gemälde, wir haben Archivalien, also Schriftstücke aus unterschiedlichsten Dingen. Also wir können zum Beispiel Gärtner nachvollziehen. Wir können in Pachtverträgen Bepflanzungen nachvollziehen. Wir haben eine unheimliche Bandbreite in der Überlieferung, sodass wir wirklich für diese Gärten hier ein sehr gutes Bild ermitteln können, wie diese ausgesehen haben, wie sie sich über die Jahrhunderte verändert haben und was von den Dingen, die wir heute vorfinden, historisch ist und in welche Zeitphase es eigentlich ist. Genau. Und das wollen wir also nicht nur für Kleinwelker machen, sondern wir haben auch in Herrnhut schon einige Anlagen erforscht worden. Und der nächste Fokus geht dann Richtung Nieski, dass wir dort jetzt erstmal mit dem Pädagogium weitermachen. Also gucken, war die Lehre aufgestellt, also was wurde an gärtnerischem Wissen vermittelt, was haben die Leute mitgenommen, wie wurde dort gegärtnert, wie war es im Lehrplan verankert. Und auch die Gärten dort, Nieski hat auch ein großes Erbe an herrnhutischen Anlagen, dass wir auch die Anlagen dort erforschen. Vielen Dank. So, auch von meiner Seite nachher nochmal ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Sarah, liebe Nora, ganz herzlichen Dank. Haben Sie denn Fragen im Moment? Kommt plötzlich, ne? Genau.
Genau. Also wir sind immer in engem Kontakt mit dem Landesamt für Denkmalpflege, sodass dort also auch bekannt ist, was bei uns läuft. Zum Beispiel wird auch die Arbeit vom Westernhausgarten wird auch von Schwarz vom Landesamt für Denkmalpflege mitbetreut. Die Masterarbeit zum Schwesternhaus und auch die Masterarbeit zum Gottesacker, die jetzt gerade noch entsteht, werden beide jetzt im August, nicht im Oktober, ja noch viel Zeit, ne? die werden jetzt im August tatsächlich abgeschlossen und verteidigt und die werden dann auch zur Verfügung gestellt. Ja, also es ist gerade für den Schwesternhausgarten gab es auch eine Abstimmung ein, schon gedacht, dass das Ergebnis der Schublade irgendwo landen, sondern dass wir immer daran interessiert sind, mit den Leuten vor Ort in Kontakt auch einfach um das Wissen vor Ort natürlich abzuholen. Ort schon bekannt, was können wir noch beisteuern? Und unser Ziel ist eigentlich immer, eine Wertschätzung der Anlagen, Forschung zu erreichen und auch für ihre gartenkulturelle Wiederbelebung zu wirken. Ja? Also Ideen, zum Beispiel jetzt beim Schwesternhausgarten sind im Rahmen der Masterarbeit Ideen entstanden, wie man mit dem, was man vorfindet, in Zukunft umgehen kann. Ja? Also eine von vielen möglichen Ideen, wie man den Garten in Zukunft und auch für den Gottesacker, der hat große Probleme mit den Linden, also die sind sehr schadhaft, teil auch abgängig und da ging es darum zu gucken, wie können wir denn jetzt wie können wir mit diesem Baumbestand umgehen? Also was ist das Ziel, was ist das Leitziel aus dem, was wir historisch wissen und wie wollen wir das Ganze in also was muss eigentlich gemacht werden an Maßnahmen, damit der Gottesacker wieder in einem angemessenen Pflegezustand repräsentiert wird? Ja, und vielleicht noch ergänzend dazu. Also dieses virtuelle Modell, das Sie anschauen können, der QR-Code ist dort auf dem Plakat zu sehen, dokumentiert das Haus im jetzigen Zustand. Und wenn eine Sanierung erfolgt ist, wird es ein Zeugnis dafür sein, wie dieses Haus zum einen aussah. Und zum anderen ist es so, dass wir das Letzte, was Nora gesagt hat, dass man versucht, die Forschung mit ins Boot zu holen. Das, was Sie jetzt hier sehen, sind mehr oder weniger Kombination aus Lehr- und Forschungsszenarien, wo wir vor allen Dingen Studierende versuchen, an das Thema heranzuführen und dafür zu sensibilisieren, sodass man erstmal, also meine vordringlichste Aufgabe ist, Interesse dafür zu wecken. Also das heißt, was hat man an spannenden Themen direkt im Umfeld von Dresden und wie kann man das erschließen? Und meine Überzeugung ist, dass je mehr Schultern und Augen auf einen bestimmten Gegenstand schauen, dann auch mittel- und langfristig ein Interesse an der Weiterentwicklung dieses Gegenstands. Es gibt viele Fragen, haben wir erst in der gemeinsamen Zusammenarbeit überhaupt erst entdeckt, sodass wir, also ein Beispiel würde sein, wie bauen wir Normdaten auf? Gehen wir mit strukturierten Daten um? Wem stellen wir das zur Verfügung und wann und warum und aus welchem Zweck? Das sind Fragen, die sich andere noch nicht gestellt haben, sodass man da auch an einem ganz entscheidenden Punkt das Thema weiterentwickeln kann oder exemplarisch nutzen kann, um andere Themen zu bespielen. Und das ist eigentlich so mein zentraler Punkt, um den es mir geht. Doch, genau. Also es wird. Genau, also in der Gartendenkmalpflege haben wir den Standpunkt, dass wir das, was da ist und was nachweislich historischer Bestand ist, so lange wie möglich halten wollen. Weil ein alter Baum, selbst wenn er schadhaft ist, hat natürlich einen ganz anderen Zeugniswert oder auch Erlebniswert als so ein neu gepflanztes Stämmchen. Ja? Also wenn Sie so einen Stamm sehen, wissen Sie genau, Mensch, alter Baum. Ja? Wenn Sie so einen kleinen sehen, wissen Sie, okay, der ist irgendwie neu gepflanzt, aber in welchem Kontext ist das jetzt? Deswegen ist das Ziel immer, die alte Substanz so lange wie möglich zu halten. Wenn das nicht mehr geht, das war auch eine der Fragen, die an diese Arbeit beantwortet wird. Welche Bäume kann ich denn halten? Welche kann ich denn so verkehrssicher machen, dass sie stehen bleiben können? Oder welche sind so geschädigt, dass ich jetzt wirklich zum finalen Schnitt letztlich greifen muss? Und wo kann ich nachpflanzen? Wie wird dann nachgepflanzt? In welchen Abständen? Wie soll sich der Baum entwickeln? Also es wurde nachgewiesen, dass die also geschnitten waren,
ein Teil geschnitten war, ein Teil freiwachsend ist. Also welche müssen denn in Zukunft geschnitten werden? Wie soll dieser Schnitt aussehen? Welches Bild will ich eigentlich wieder erzielen auf dem Grund? Genau, also das ist eine ganz typische Herangehensweise, dass man also Art und Standort gleich ersetzt und dass man in der Regel, wenn der Stuben ist und in das Loch Rad einbringt und dann den neuen Baum